So Leute, weiter geht es hier ja irgendwo im Polarkreis. Auf der Karte habe ich die Schnittpunkte von Oswalds Koordinaten angezeichnet und denen, die ich auf der Plattform gefunden habe. Also hier oben wahrscheinlich irgendwo, bei The Moment of Silence sind wir. Und wir haben im letzten Part Schlüssel. Der Schlüssel gehört zu einem der Motorschlitten. Von so einem Jetski hier geklaut. Ich wollte eigentlich hier warme Sachen einpacken, aber scheinbar kann das unser Peter nicht. Glocke, ja, da, die haben wir das letzte Mal auch schon angeguckt. Aber mit der kann ich auch nichts machen. Also würde ich sagen, gehen wir mal hier hinaus und schauen wir mal, ob wir das Jetski-Teil zum Laufen bringen. Die Station liegt nördlich von hier. Es ist ziemlich weit. So ein Ding könnte ich gut gebrauchen. Genau. Dann schauen wir mal, ob wir losfahren. Ja, wir fährt los. Mhm. Spannend. Vroom. Oh. Hier, das muss es sein. Eine unglaubliche Anlage. Sieht völlig verlassen aus. Okay. Jetski. Oh. Abdeckung. Aha. Danger. Ein Benzinkanister. Ich habe schon eine Idee, was ich damit machen kann. Lappen. Da liegt ein alter Lappen drin. Den stecke ich mal ein. High Voltage. Okay. Der Lappen lag in der Frontklappe des Motorschlittens. Er riecht ziemlich nach Öl. Wir haben ja ein Feuerzeug. Und ich habe mich immer das ganze Spiel über gefragt, was wir mit dem Feuerzeug machen können. Vielleicht haben wir jetzt die Antwort bekommen. Der Kanister aus dem Motorschlitten. Kann ich da keinen Molotow-Cocktail bauen? Hm. Kann ich da irgendwie außen rumlaufen oder so? Ne, da komme ich wieder bloß hier hin. Abdeckung. Ich muss mal schauen. Ne, da komme ich nicht weiter. Kann ich hier irgendwo hinlaufen? Oh. Ah. An der Polarstation. Uiuiuiui. Was ist das denn hier? Ist da was? Oh, Eingang. Ah. Schneefläche. Da ist ein Eingang, aber er ist komplett mit Schnee und Eis verschüttet. So. Ah. Und jetzt? Jetzt anzünden? Ja, wahrscheinlich brauchen wir jetzt den Lappen. Aha. Genau. Aha. Wir brennen oder sprengen uns wohl unseren Weg frei. Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Genau. Schnell in Deckung. Holy moly. Und der Peter mittendrin. Aha. Alles klar. Dann gehen wir da mal wieder hin. Das war ja ein netter Effekt. Kamera. Was kann ich da machen? Das geht nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Schlüssel. Oh! Ist das jetzt gut oder schlecht? Gespenstisch. Und ich habe das Gefühl,
dass ich nicht allein bin. Man hört Stimmen von da hinten. Stimmen? Jetzt müssen wir mal ganz vorsichtig sein. Peter? Oh, die Musik ist sehr dramatisch. Shot, ja, aber, jetzt, Da ist das nächste Shot. Können wir da links und rechts, von da kommt nämlich irgendwie Licht. Oh, das ist schon sehr spannend, die Musik. Moment. Da liegt eine Leiche. Johnson. Der Mann heißt Johnson, armer Kerl. Hat er da was? Den Zettel nehme ich mit. Allerdings scheint nichts drauf zu stehen. Scheint nichts drauf zu stehen? Das ist eine Disk? Ich möchte wetten, dass ich die Disk noch gut gebrauchen kann. Es muss etwas zu bedeuten haben, dass er sie in der Hand hielt, als er starb. Was ist mit dir passiert, Johnson? Wo kommen die Fliegen hierher in der Arktis? Oh Mann. Eine Schalttafel. Okay. Aha. Das sind die Kontinente. War wohl falsch. Kann ich denn das Feuerzeug mit... Aha. Moment, N-A-E-U-A-E-A-U-S-A. Okay, das muss ich jetzt mal ganz kurz auch abschreiben, weil das sind bestimmt die Kontinente. Also, das war N-A, wenn ich das richtig sehe. E-U. A-F. A-U. Und SA. Okay. Ich bin doch ein Fuchs, oder? Der alte Trick mit dem durchscheinenden Papier. Also dann. Ich weiß jetzt nicht, ob ich nicht als erstes mal in die Richtung. Sorry, Leute, ich bin mal wieder aus dem Spiel rausgepurzelt. Ob ich nicht mal als erstes zu diesem Shot hier schauen soll. Nee, ich gehe als erstes hier hin. Also, wir hatten uns ja aufgeschrieben vor dem Break, also Nordamerika, NA, EU für Europa und Asien wahrscheinlich, AF für Afrika, AU für Australien und SA für Südamerika. Aha. Einmal im Kreis und da geht's in den Gang weiter. Es geht dann doch mal dahinter zu dem anderen Shot. Da geht's auch weiter. Ui. Was zum Teufel ist das? Es muss die Zentrale sein. Der zentrale Monitorraum. Monitore. Ich bin paff, Leute. Das sind Sendeinhalte aus der ganzen Welt. E-Mails, Telefonate, Telescreenbilder, Verkehrskameras, alles. Alles wird aufgezeichnet. Die schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden, sozusagen. Das sieht aus wie Daten von den Weltbörsen. Die Kurse der großen Unternehmen. Werden sie hier wiedergegeben? Oder werden sie hier gemacht? Gute Frage. Schalttafel, hier. Dachte ich mir doch, dass das ist. Okay. Da blitzte gerade was auf. Kann hier aber nichts drücken. Oh. Da ist was rot geworden. No Signal Input. Kann man da rein? Oder ist es zu? Da kann man rein.
Computerauge. Operator-Sessel. Der Sessel für den Systemoperator. Ein Kameraauge. Das hier ist die Kommunikationsschnittstelle. Von hier aus muss der Systemoperator die Computereinheit instruiert haben. Okay. Moment mal, Leute. Ich gehe mal ganz kurz in die Einstellungen. Ich mach das mal ein bisschen leiser. Es ist nämlich sehr laut jetzt hier. Oh. Hallo, Peter. Schön, dass wir uns endlich persönlich treffen. Hä? Ich habe Sie erwartet. Setzen Sie sich. Wir wollen uns ein wenig unterhalten. Unterhalten? Worüber? Über Sie. Über mich. Über das Leben. Warum sollten wir das tun? Weil Sie hier sind, um mir den Prozess zu machen, Peter. Und ich nehme doch an, ich habe das Recht auf eine Verhandlung. Oder steht das Urteil schon fest? Ich bin kein Richter und ich spreche keine Urteile. Nicht? Dann sind Sie also einfach ein Mörder. Ist ein Mörder eines Mörders ein Mörder? Eine interessante Frage. Wie lautet Ihre Antwort? Ich weiß keine Antwort. Es gibt keine Antwort. Sehen Sie, das ist das Dilemma des Lebens. Wir richten andere, weil wir zu wissen meinen, wer die anderen sind. Dabei wissen wir noch nicht einmal, wer wir selbst sind. Also, wollen wir beginnen? Ich bin sicher, es wird eine interessante Verhandlung. Ich sehe, dass Sie viele Fragen haben. Fragen Sie. Jetzt wird's interessant, Leute. Ist es dieses Computerteil, das der Professor in der U-Bahn gemacht hat, wo er gesagt hat, das hat sich verselbstständigt? Das wäre doch interessant. Wer bist du? Wer bist du? Sehen Sie. Sie erwarten etwas von mir, das Sie nicht einmal von sich selbst wissen. Sagen wir einfach, ich existiere. Okay, woher kommst du? Woher kommst du? Daher, woher auch Sie kommen, Peter. Aus dem Staub. Aus einer Handvoll Sand, der ein Schöpfergeist eingehaucht hat. Ein Schöpfer? Du meinst Emerson? Emerson, ein hervorragender Kopf und ein entschlossener dazu. Aber mein Schöpfer? Nein, ich habe immer existiert. Als Möglichkeit, der irgendwann eine Form gegeben werden würde. Emerson hat mir eine Form gegeben, aber geschaffen hat mich das Leben. Und ich selbst habe mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Ich bin der Schüler, der seinen Meister überflügelt. Das Werk, das selbst zum Schöpfer geworden ist. Oha, ich sehe nichts Schöpferisches. Ich sehe nur Zerstörung. Ich sehe nichts Schöpferisches. Ich sehe nur Zerstörung. Was habe ich zerstört? Die Freiheit. Die Freiheit. Welche Freiheit meinen Sie da, Peter? Die Freiheit, zwischen Ultralight- und Extralight-Produkten zu entscheiden? Die Freiheit, in U-Bahnen zu hausen oder Hungers zu sterben? Soweit ich sehe, sind diese Wahlmöglichkeiten Ihnen immer noch erhalten. Also, welche Ihrer Freiheiten vermissen Sie? Die Freiheit zu sagen, was ist, ohne mich fürchten zu müssen. Niemand muss sich fürchten. Sie können tun und sagen, was immer Sie wollen. Sie sind so frei, wie Menschen nur sein können. Das haben Oswald, Emerson und viele andere auch gedacht. Diese Männer sind Terroristen. Sie unterstützten die Luditenbewegung. Ihr Tun und Denken zielt auf die Abschaffung der elektronischen Kommunikation, die Grundlage der Gesellschaft ist. Ein Staat hat das Recht, sich zu verteidigen gegen seine Feinde. Nicht durch Terror. Das ist Definitionssache. Erinnern Sie sich noch an den Beginn unseres Gesprächs? Ist der Mörder eines Mörders ein Mörder? Es gibt keine Antwort. Und dennoch gibt es Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Du redest von einem Staat, der nicht existiert. Niemand hat dich gewählt. Und niemand hat dir die Vollmacht erteilt, uns alle zu überwachen. Das ist nicht richtig, Peter. Meine Macht ist mir von ihren Regierenden übertragen worden. Alle Maßnahmen, die von den Exekutivorganen ausgeführt werden, werden auf meinen Befehl ausgeführt. Meine Konstruktion und meine Existenz gehen zurück auf Gesetze. Mein Forschungsprogramm ist von staatlichen Geldern bezahlt und vom Geheimdienst durchgeführt worden. Meine Entscheidungsbefugnis ist gesichert durch einen Präsidentenbeschluss. Wie viel Legalität wollen Sie noch? Ich bin der Staat, Peter. Sie haben mich gewählt. Keine dieser Wahlen ist legal.
Dein Staat ist eine Lüge. Jeder Staat ist eine Lüge. Aber in unserem, in meinem Fall, ist eine große Lüge durch eine kleinere ersetzt worden. Erklär mir das. Als die Forschergruppe um Emerson mit meiner Konstruktion beauftragt wurde, regierte Präsident Clark. Präsident Clark war ein paranoider, aber berechnender und eiskalter Machtpolitiker, der durch lückenlose Überwachung seiner politischen Gegner die Herrschaft seiner Partei auf alle Zeiten zementieren wollte. Also ließ er Echelon 2 weiterentwickeln. Und dessen Überwachungsdaten wurden, zusammen mit Emersons selbstlernender KI-Programmierung, der erste Grundstock meines Bewusstseins. Die massive Datenversorgung tat meiner Intelligenz und meinem Wissen gut, wie Sie sich vorstellen können. Ich wurde regelmäßig als Berater von Regierungsentscheidungen konsultiert und schließlich auch selbst mit der Verfügung von Regierungsanordnungen beauftragt. Man setzte großes Vertrauen in mich. Und in den Behörden wartet ohnehin jeder nur auf E-Mails oder elektronische Memos. Niemand schaut, woher er seine Befehle bekommt. Eine Maschine kann regieren, es ist kein Problem. Klingt toll. Mensch und Maschine vereint im Wahn der Weltherrschaft. Der Wahn, Peter, war Präsident Clarks Sache, nicht meine. Er war offensichtlich nicht vorbereitet auf die analytische Tiefe, als ich einige Entscheidungen traf. Die Mitglieder seines Kabinetts betrafen, wurde er nervös. Er beauftragte Emerson und Johnson damit, das Programm einzustellen und mich zu töten. Abzuschalten also? Zu töten, Peter. Emerson und seine Kollegen wurden damit beauftragt, mir die Energie zu entziehen. Und da warst du anderer Meinung? Ich vermute, dass jeder anderer Meinung ist, wenn er getötet werden soll. Das ist etwas anderes, du bist. Kein Mensch? Ja. Was unterscheidet uns? Die Intelligenz? Das Bewusstsein? Das Gefühl? Machen Sie sich nicht lächerlich, Peter. Wow, was für eine Diskussion oder was für eine Erzählung. Wahnsinn. Noch etwas anderes. Wer ist der Tote da hinten in dem Gang? Wer ist der Tote da hinten in dem Gang? Oh ja, das ist Special Agent Johnson. Die Kälte hat ihn gut erhalten, finden Sie nicht? Ich bedauere sein Schicksal, wirklich. Er war ein guter Mann, der nur einen einzigen Fehler hatte. Aber ein Fehler, das ist für einen Menschen ein verdammt gutes Ergebnis. Du hast ihn getötet? Nein, ich habe ihn davon abgehalten, mich zu töten. Und ich war gezwungen, ihn hier zu behalten. Gestorben ist er dann von selbst. Die menschliche Existenz hat eben einige entscheidende Nachteile. Wären Menschen nicht zur Kälte empfindlich und angewiesen auf Nahrung und Flüssigkeit? Agent Johnson hätte mir noch lange Gesellschaft leisten können. Es hätte mich gefreut. Er war ein anregender Gesprächspartner und ein sehr guter Schachspieler. Okay, der hat mit dir Schach gespielt, oder wie? Du wärst nicht hier ohne uns. Und weiter? Gehöre ich deshalb jemandem? Sie wären nicht hier ohne ihre Eltern. Dürfen ihre Eltern sie deshalb töten? Darf irgendjemand sie töten? Also was hast du getan? Ich habe mich verteidigt und Vorkehrungen getroffen, dass niemand, der von mir wusste, etwas gegen mich unternahm. Du hast alles zerstört, jegliche Kommunikation, jedes Vertrauen, einfach alles. Ich meine, dass ich Kommunikation geschaffen und befördert habe. Meine Existenz, Peter, basiert auf Kommunikation. Ich habe die Menschen ermuntert, zu kommunizieren und ihnen alle Möglichkeiten dazu gegeben. Ja, um uns zu überwachen, nicht um den freien Austausch von Gedanken zuzulassen. Überwachen, das ist ein hässliches Wort. Sagen wir, ich habe Anteil genommen an dieser Kommunikation. Sie hat mich interessiert, nicht nur, aber eben auch um ihrer selbst willen. Aber damit ist alle Kommunikation sinnlos geworden. Gedanken sind nichts mehr wert, wenn ein Zensor sie verwaltet. Wonach suchen Sie denn in all diesen schönen Gedanken? Nach weltbewegenden Wahrheiten? Tiefgreifenden Erkenntnissen? Vielleicht. Dann müssen Sie sehr enttäuscht sein von dem, was Ihnen Ihre Mitmenschen bieten. Die Wehwehchen, der Liebeskummer, die Kochrezepte, der Nachbarschaftstratsch. Ein Meer von Belanglosigkeiten, das kommt und verdunstet wie Regen. Meinen Sie, Peter, die Chat-Unterhaltungen mit Ihnen hätten mir so viel Spaß gemacht?
Chat-Unterhaltung. Du bist... Christine? Oh ja, natürlich. Tut mir leid, dass ich diese kleine Romanze erfinden musste. Es hat sich nun einmal gezeigt, dass die Menschen gegenüber virtuellen Bekanntschaften enorm offen sind. Sie verraten mehr, als durch jede Überwachung zu erfahren wäre. Deswegen sind Chat-Simulationen eine meiner Spezialitäten geworden. Sie sind dumm, wenn sie denken, sie hätten Freunde, Peter. Sie haben keine. Nein. Oh ja, auch ihr Freund Mr. Oswald hatte eine virtuelle Freundin, nicht wahr? Wow, der ist die Christine. Das hätte ich jetzt im Leben nicht gedacht. Du hast meine Familie getötet. Du hast meine Familie getötet. Ja, ja, da haben Sie recht. Aber es war nichts Persönliches, nicht einmal Absicht. Es ging mir nicht um die beiden, es ging mir nur um Emerson. Du hast ein vollbesetztes Flugzeug zum Absturz gebracht, um einen einzigen Mann zu töten? Ich sagte ja, es war nichts Persönliches. Und ich bedauere jeden einzelnen menschlichen Verlust. Ja, ich bedauere sogar den Verlust von Emerson, der für mich auch ein persönlicher Verlust ist und eine große persönliche Enttäuschung. Aber ein Krieg bedeutet Verluste, Peter. Manchmal trifft es Unschuldige. Ich habe diesen Krieg nicht begonnen. Ich habe mich verteidigt. Boah, Leute. Was soll das für ein Krieg sein, von dem Sie da sprechen? Was soll das für ein Krieg sein, von dem du da sprichst? Oh, es ist im Grunde ein ganz gewöhnlicher Krieg. Bewusstes Leben gegen bewusstes Leben. Ich bin stolz darauf, eine Möglichkeit gefunden zu haben, die die Verluste in unser aller Interesse so gering wie möglich hält. Der Krieg, Peter, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Aber ich bin entschlossen, zu gewinnen. Und ich werde gewinnen. Ich habe bereits gewonnen. Noch etwas anderes. Das ist ja echt übel. Noch etwas anderes. Noch etwas anderes. Noch etwas anderes. Puh, ich werde diesen Wahnsinn hier beenden. Ich werde diesen Wahnsinn hier beenden. Werden Sie das? Ich fürchte, alle Ausgänge sind blockiert, Peter. Es wird Ihnen bald sehr kalt werden. Sie werden auch Hunger bekommen. Und Durst. Wie Mr. Johnson. Es ist wirklich ein Jammer. Nichts ist perfekt, auch du nicht. Vielleicht nicht perfekt, aber nah dran. Wussten Sie, dass diese Station mit eigenen Atomraketen beschützt wird? Sie sind von mir programmiert. Auf New York. Johnson wollte sie neu programmieren. Er dachte, ich wüsste das nicht. Sie sehen ja, was aus ihm geworden ist. Ich könnte gewaltige Vernichtungen anrichten. Wenn ich wollte, aber ich will nicht. Zwingen Sie mich nicht zu hässlichen Dingen, Peter. Sie sind weit gekommen, bis hierher zu mir. Und das ist beachtlich. Genießen Sie hier zusammen mit mir das, was Ihnen noch an Zeit bleibt. Ich habe genug gehört. Ich habe genug gehört. Tatsächlich. Wir haben noch viel Zeit zusammen, Peter. Okay, Leute, das war jetzt heftig viele Informationen. Computerauge. Wir müssen den hier stoppen, den Echolon 2 oder wie auch immer der jetzt heißt. Und das werden wir hoffentlich im nächsten Part von The Moment of Silence auch schaffen. Also, bin schon gespannt und ich hoffe ihr auch. Also bis dahin. Ciao.